Oui. Ti si invane. Bist du Simonides? Oh, mein Kopf! Was soll das Geschrei? Diokles ließ mich nach dir suchen. Sag ihm, ich wär tot. Wir brauchen deine Hilfe. Mit Leander. Dieser Dämon ist für meinen benebelten Geist und meinen Durchfall verantwortlich. Bestimmt hat jemand meinen Wein vergiftet. Tut mir leid, aber ich muss dich mitnehmen. Bacchus und seine Nymphen seien verflucht. Dich schickt eine Rachegöttin zur Folter. Wenn ich auf dem Weg entschlafe, ist es deine Schuld. Wie ist dein Name, Quellgeist? Bayek. Ägypter? Ja. Diokles sagte, du hättest gestern Leander getroffen. Eine Feier in seiner Villa. Alles floss in Strömen. Wein, Frauen, Knaben. Das klingt... Iphtos verlor seine Toga. Lustig. Lustig? Eine Mission. Nur eine Mission. Hast du was herausgefunden? Simonides? Geht es dir gut? Nein! Verflucht, du Sohn des Re... Ich will nicht wissen, wo du ihn gefunden hast, Bayek. Auf der Straße. Das Bordell muss umgezogen sein. Hast du in Leanders Villa etwas finden können? Papiere, Bestechungsbelege, Veruntreuung. Seine Wachen fassten mich, bevor ich etwas mitnehmen konnte. Ich konnte sie überzeugen, dass ich volltrunken war. Welch Kunststück, Simonides. Die Beweise sind da und ich muss sie nur holen. Wir stünden ewig in deiner Schuld. Doch warum setzt du dein Leben für uns aufs Spiel? Wer seine Macht missbraucht, soll gestürzt werden, damit das Volk nicht mehr unterdrückt wird. Ägypter wie Griechen. Ah, gut gesagt. Unser Freund Bayek erinnert mich an Cicero. Die Villa liegt im Osten, umgeben von Weinbergen. Wir versammeln die anderen Magistrate im Tempel des Apollon. Suche uns dort auf, wenn du Beweise hast. Fortuna segne dich, mein Freund. Willst du mich erneut quälen? Geh, mein Freund, geh! Hoffentlich kann ich Simonides ausnüchtern, bevor wir auf Leander treffen. Diese Zone ist tabu.
Sulci sanguinem damnatus! Venit in! Anweisungen für seinen Sklaven. Das war eine teure Feier. Bestechung, teure Feierlichkeiten und veruntreute öffentliche Gelder. Das ist der Beweis, dass Leander korrupt ist. Aber was steht hier über Diokles? Ein Putsch? Ich sollte Diokles warnen. Er ist in Gefahr. Bezahlt Leander Hetären wegen des Bett. Eine Menge Beschwerden aus dem Volk. Leander will, dass wir ein Auge auf Diokles werfen. Will er das? Warum? Oh, da kehrt mir noch. Nun ist es. Oui. Diese Miese. Oh. Wie lange müssen wir warten? Leander sagt, wir sollen bis 100 zählen. Oh, hast du denn gezählt? Nein. Bald wird die Beweise finden. Jupiter, das weißt du nicht. Diokles, eine Falle! Leander plant einen Putsch! So, hier seid ihr nun alle, um euch gegen mich zu verschwören. Du wirst dem Volk Rede und Antwort stehen. Meine römischen Freunde sehen das anders. Bayek, wir müssen die Magistraten schützen! Du Dämon, Leander, diese Männer sind unbewaffnet! Ihr seid Verräter, Ankyp! Du hast mein Leben gerettet, Freund. Praxilla hätte mir nie verziehen, wenn Leander dich umgebracht hätte. Warum sollte er das tun? War er von der Gier nach Macht so vereinnahmt, dass er morden musste? Ich habe Männer für weniger morden sehen. Wir sind allein deinetwegen am Leben, Bayek. Kyrene verdient jemand Besseren als ihn an der Spitze. Du wirst sie hervorragend führen, Diokles. Bayek, mein Freund. Ich bekam einen Brief von Praxilla. Sie lässt dich grüßen. Leander ließ uns bluten. Doch Kyrene kommt wieder zu Kräften.
dank dir. Bayek, du kennst alle Facetten von mir, doch wirst von dem verruchten Bock Leander befreit. Diokles hat eine gute Seele. Niemand könnte unser Schicksal besser leiten. Und ich setze sonst nie auf jemanden.